Hier ist der Chardonnay unter den Weinen. Hier ist Trains and Play. Ich begrüße euch ganz herzlich aus Frankreich, aus Marseille, aus unserem TGV Duplex. Dem interessanterweise hier vorne das Logo fehlt. Ich verstehe nicht ganz, woran das liegt. Auch sonst fehlen hier jegliche Logos. Ich verstehe das nicht. Wo sind die Logos hin? Okay, aber der Zug hat wenigstens Logos. Hier vorne fehlt es halt einfach. Warum auch immer. Gut, dann ist das so. Wir steigen ein in unserem Führerstand. Machen uns mal ein bisschen Licht hier an. Geben die Türen auf der linken Seite frei. Ich weiß nicht, warum da keine Logos waren. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir stellen den Fahrmodus noch nicht um, sondern erstmal den Richtungsfender auf Vorwärtsfahrt und jetzt den Fahrmodus auf Geschwindigkeitsvorgabe. Hier links können wir dann die Geschwindigkeitsvorgabe auswählen und gehen dann jetzt erstmal auf 30, die freigegeben sind. So, dann den Scheibenwischer werden wir heute vermutlich nicht brauchen. Hier vorne die Ersatzbremse. Stelle mich schon mal auf Desarrage oder so ähnlich. Desarrage lösen, genau. Dann müssen wir erstmal unseren Zug hier noch aimen. Ja, Hauptschalter ist aktiv. Im Moment, das hat jetzt aber noch nicht geklappt. Das liegt aber daran, dass der Stromabnehmer noch gesenkt ist. Wir sind auch erstmal hier in Gleichstrom unterwegs, das ist okay. Dann wählen wir jetzt den Stromabnehmer auf Normal. Und jetzt Armons Disjoncteur. So, Türen zu. Instrumentenbeleuchtung an. Wir können uns einmal hier das weite Licht einstellen. Signal ist grün. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich die Bremse lösen. Das ist jetzt der Fall und jetzt können wir Leistung aufschalten. Wir sind ja auch übrigens im Sonnenaufgang unterwegs in unserem TGV. Und zwar in Doppeltraktion. Einmal hier vorne diese Atlantik-Lackierung und andererseits als Carmillon. Sehr schön, sehr, sehr schön. Hier in dieser morgendlichen Stimmung in Frankreich, das gefällt mir sehr gut. So, 30 km/h dürfen wir fahren. Machen wir mal das Licht hier wieder aus. Dann ist das ein bisschen angenehmer. Signal ist grün. Da steht noch ein TGV. So, unser Fahrplan sagt, dass wir in Aix-en-Provence halten müssen. Mal schauen, ob ich den Halt nicht komplett verpasse. Und danach halten wir in Avignon. Also man kann über die Strecke sagen, was man möchte, aber ich finde, es hat schon was. Also ich finde, die französische Stimmung kommt schon hier rüber. Also es wirkt schon so, als sei man hier gerade im mediterranen Gefilde Frankreich unterwegs, in Südfrankreich. Ups, da wollte ich nicht hin, sondern hier wollte ich hin.
einmal von oben geguckt auf die Strecke. Die Strecke habe ich mir nämlich noch gar nicht so sehr von oben angeguckt. Also das ist doch schön, oder? Guckt euch das mal an. Das sieht doch wunderschön aus hier. Mit den ganzen beleuchteten Häusern im Sonnenaufgang. Und da sind wir. Also mir gefällt das hier sehr gut. Hier mit der Sonne, die gerade hier aufgeht. Da kann man nicht meckern. So, wir dürfen mittlerweile 110 fahren. Dann machen wir das auch mal. Ich finde die Instrumentenbeleuchtung. So, schon besser. Jetzt kann man noch was erkennen. Ja, ich bin ein wenig aus meinem Tonus rausgekommen mit Videos machen. Das liegt einerseits daran, dass es zeitlich bei mir ein bisschen in dieser Woche eng geworden ist. Andererseits liegt es aber allen voran daran, dass es jetzt momentan nicht so viel neue deutsche Inhalte gibt für den TSW. Ihr wisst ja, die etwas länger hier schon zugucken, ich bin jetzt nicht der unbedingt nur immer hier die Fahrplanfahrten von A nach B fährt und dann im nächsten Video von B nach A wieder zurück und dann wieder von A nach B und das aber nur irgendwie eine Stunde später und so und am Ende ist es aber die gleiche Erfahrung. Das ist ja bei mir jetzt mitnichten der Fall, dass ich solche Sachen hier mache, sondern vielmehr stelle ich euch gerne in diesem Sinne immer gerne gewisse Neuerungen vor, sei es nur irgendein neues Repaint, sei es ein Szenario, sei es aber auch halt eben irgendwas an neuen Informationen oder auch gar neue Add-ons. Das ist so das, was ich halt am liebsten hier zeige. Und von all dem gab es halt einfach in letzter Zeit nicht so viel, wo ich mir dachte, okay, das ist gut und sinnvoll, das jetzt zu zeigen. Es gibt natürlich noch viele Szenarien, die sehr gut sind, die wir auch noch fahren werden. Aber ansonsten ist halt aktuell im TSW nicht so viel zu zeigen an neuen Sachen. Aber dementsprechend habe ich mir hier den TGW mal wieder zurechtgelegt, weil wir den schon etwas länger nicht mehr gefahren sind. Und das auch noch in einem Prepaint, also nicht in der Originallackierung, auch wenn die Originallackierung auch wirklich sehr, sehr schön ist. Aber dann sind wir heute mal als Atlantique unterwegs, in dieser atlantisch-blauen Lackierung. Und ja, also im TSW gibt es halt momentan die eine deutsche Strecke, die in Entwicklung ist. Von der wir aber immer noch nicht wissen, auch nach der neuesten Roadmap noch nicht wissen, welche das ist. Das ist auch vollkommen okay, weil die TG das angekündigt hat, dass es für längere Zeit keine großartigen Neuerungen mehr geben wird im TSW, keine neuen Veröffentlichungen. Und in dieser Phase sind wir jetzt nun mal drin. Auch wenn jetzt bald Rivet Games eine neue Strecke rausbringt, aber das ist halt eben von Rivet Games und nicht von DTG. Dementsprechend ja, zählt das in diesem Sinne nicht. Ich vermute, dass wir uns vielleicht sogar die Rivet Games Strecke angucken werden. Diese Isle of Wight Neuauflage mit dem neuen Fahrzeug. So, wir sind jetzt hier im Tunnel. Da dürfen wir sogar schneller fahren. 130. Ich weiß nicht, ob nicht jetzt hier irgendwann mal das KVB-System anspringen müsste. Ich hoffe, dass es in diesem Sinne aktiviert. Batterie, TVM. TVM ist isoliert. Je ne sais pas. So, jetzt sind wir gleich bei der Schutzstrecke. Ich rede gleich weiter über das Thema, das ich vorhin angesprochen habe. Jetzt müssen wir allerdings nur erstmal gucken, dass wir den Pantographen wechseln. Ja, da war, glaube ich, das Signal. Genau. Okay, also wir nehmen einmal die Leistung raus, machen mal uns das Licht an. Den Stromabnehmer setzen wir auf 0. Und den Stromabnehmermodus, ich weiß nicht, ob wir den auf Wechsel
Ah, nein, nicht anhalten. Ah. Ich habe aus Versehen die E-Bremse betätigt. Das wollte ich nicht. Ob wir den auf Wechselstrom oder auf LGV stellen müssen? Eigentlich doch auf LGV, oder? Jetzt den Stromabnehmer hoch. So. Genau, wir dürfen 300 fahren. Auch wenn die 300 jetzt hier schon blinken. Das heißt, die Geschwindigkeitsherabsetzung folgt in Kürze. 8 Kilometer noch bis Aix-en-Provence. Also wenn wir es nicht zu krass beschleunigen. Aber ein bisschen können wir auf jeden Fall noch hoch. Auf die 200. Vielleicht schaffen wir die 200 sogar. Auch wenn es jetzt gerade, glaube ich, sogar bergauf geht. Ja, es geht ordentlich bergauf. Der TGW ist jetzt nicht unbedingt für seine mordsmäßige Beschleunigung bekannt. Insofern... 270, die blinken auch schon. Gut, dann ist das so. Ja, nochmal, um dann auf das Thema zurückzukommen mit deutschen Inhalten. Also es wird halt auf jeden Fall eine neue Strecke irgendwann kommen, das ist ja ganz klar. Ich persönlich glaube, dass sie in Rheinland-Pfalz gesettet sein wird und ja, entweder vielleicht Koblenz-Mainz, Koblenz-Frankfurt vielleicht sogar, oder Koblenz-Trier sein wird. Ich glaube nicht, dass es Köln-Koblenz sein wird. Ich bin mir aber doch sehr sicher, dass es irgendwas am Rhein sein wird. Da würde ich vielleicht sogar was drauf verwetten. Schaut an, wir haben hier voll die Leistung aufgeschaltet und werden einfach nicht mehr schneller. Achso, ja gut, das liegt auch natürlich daran, dass ich die... Geschwindigkeitsbeschränkung auf 140 eingestellt haben. Natürlich werden wir dann nicht schneller. Big Brain. Wann sollen wir denn da sein? Oh, in einer halben Minute. Hm. Gemütlich im Tunnel, oder? Ich finde es irgendwie ganz... ganz gemütlich tatsächlich. Also wir sehen zwar nicht viel, aber... gleich sind wir draus aus dem Tunnel. Dauert nicht mehr lange. Und dann müssen wir eigentlich auch schon... im Grunde genommen anhalten. So, wir dürfen 170 fahren, die sind freigegeben. Noch blinken sie nicht. Wir haben aber noch 2,7 Kilometer. Und dann halten wir auch wieder an. So, die 170 blinken. Als nächstes sind es, glaube ich, dann 140. Nehmen wir ein bisschen die Zugbremse mit rein. Aber nicht so viel E-Bremskraft, weil der TGV manchmal ein bisschen ja, dazu neigt zu entgleisen im TSW. Okay, wir haben halt zu erwarten und fahren viel zu schnell in den Bahnhof rein. Oh, oh. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Das wird zwar funktionieren, ist aber ein sehr, sehr schlechter Halt. Also es funktioniert genau, aber das nur mit einer absoluten Vollbremsung. Das ist sicherlich nicht im Sinne der Fahrgäste. Die werden es uns nicht danken für unseren Fahrstil. Wir gucken uns einmal hier um. Hier in Aix-en-Provence. Wobei, wir machen das mal mit der Kamera. Dann können wir auch mal von weiter oben da drauf schauen.
Also gucken wir uns einmal hier die Station von oben an. Aha, sehr bewaldet alles hier. Eigentlich müsste auch Wasser hier in der Nähe sein. Aber gut, Aix-en-Provence ist in diesem Sinne ein Bahnhof, der, glaube ich, der Stadt vorgelagert ist. Da wurde, glaube ich, gesagt, zu ihrer Sicherheit ist das ist der Bahnhof Video überwacht. Repair. Aha. Hier sind so ein paar Billetterie. Billetterie Regionale und hier Exploration. Bienvenue dans la gare des Démons. Willkommen am Bahnhof von morgen oder so, glaube ich. So, am Bahnhof von morgen werden wir aber heute abfahren. Und zwar im TGV 6102 nach Paris, Gare de Lyon. Und bei genau eben diesem Zug lösen wir die Bremsen um 5:32 Uhr morgens und fahren los. Jetzt sind alle wach. Boah. Wahnsinn, wie lang dieser Zug ist. Verrückt. Was ist das? Ist das so eine Art Flankenschutzweiche? So, unsere Geschwindigkeitsvorwahl ist auf 170 eingestellt. Sehr gut. Wir können sie hochstellen auf 300. Hebel komplett nach unten. Den Bremstest haben wir uns natürlich jetzt mal gespart, aber da müssen wir ja von ausgehen, dass eventuell bei der Bereitstellung ja bereits dieser Bremstest gemacht wurde. Der TGV startet ja hier an der Stelle, ne? Weil ergibt ja Sinn, ist ja ein Kopfbahnhof. Hinter Marseille ist ja auch nichts, da ist ja Wasser. Wenn ich noch nie in Marseille war, sehr gerne sein würde, sehr gerne mal hinfahren wollen würde. Aber mein letzter Aufenthalt in Frankreich ist leider schon ein kleines bisschen länger her. Also besteht da definitiv Nachholbedarf. Ah, das hier ist einer meiner Lieblingsabschnitte hier. Mit diesen, ja, sind das Aufschüttungen? Sind das Felsen? Ich glaube, das sind Felsen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und wir überqueren die ein oder anderen Brücken jetzt gleich mit 300 km/h hier im Sonnenaufgang. Und das ist absolut zu genießen. Ja, ich finde, die LGV-Strecke ist nicht ansatzweise dem TGV hier gerechtfertigt, denn der TGV ist wirklich eine absolute qualitative Überklasse im TSW. Und die LGV-Strecke hingegen ist halt recht kurz und ist halt von der Ausgestaltung manchmal auch etwas dürftig. Aber trotzdem macht es einfach unglaublich viel Spaß, weil das die einzige Strecke ist, wo wir tatsächlich, glaube ich, auf die 300 auch hoch dürfen. Und das ist schon, ja. Also ihr seht es selbst gerade hier auf dieser Brücke.
Aber am besten kann man diesen Geschwindigkeitsrausch ja vom Führerstand aus beobachten. Von daher bleiben wir mal weiter im Führerstand. Und genießen hier einfach in Ruhe mal die Strecke. Ich fahre die Strecke tatsächlich am liebsten im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, weil ich die Atmosphäre und die Beleuchtung hier in diesem Sinne besonders gut finde. Also die Beleuchtung nicht im Sinne von irgendwie die Lampen, die hier links und rechts sowieso komplett fehlen, sondern das generelle Lichtsystem. Ihr seht es da in der Ferne, wie es da so ein bisschen, naja, so ein bisschen verwischt alles, dass das alles in so einem Nebel, so einem leicht nebeligen verschwindet und verschwimmt. Das finde ich, haben die bei dieser Strecke einfach so unglaublich gut von der Atmosphäre her hinbekommen. Und das habe ich so oft. Ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Strecke gibt im TSW, bei der ich finde, dass die Atmosphäre insgesamt, die Beleuchtung insgesamt, also das Lichtsystem in Gänze, so gut gelungen ist. Apropos Lichtsystem, es gab ja diesen Leak um TSW 3, also Trains in World 3, was auch immer das genau ist, wurde in einem Roadmap-Stream als ein Screenshot einer Konversation gezeigt, aus Versehen. Und da ging es um TSW 3, was auch immer das genau sein soll, das ist nicht ganz klar, es ist jetzt offiziell zum Zeitpunkt der Videoaufnahme nicht weiter kommentiert worden seitens DTG. Und in diesem Screenshot war allerdings zu lesen, dass in diesem TSW 3 dann auch tatsächlich das Lichtsystem, also das komplette Beleuchtungssystem, und Beleuchtung meint damit, oh, wir dürfen auf die 320 hoch, Beleuchtung meint damit halt eben die Beleuchtung der Umwelt, also so das, die Art und Weise, wie die Sonne und der Mond und so die Umgebung ausleuchten, dass das wohl anscheinend in irgendeiner Form überarbeitet wird. Und es ging auch darum, dass der Funkenschlag jetzt mittlerweile wohl simuliert wird als neues Feature. Also, ja, ihr kennt das sogenannte Bügelfeuer, wenn zwischen Oberleitung und Stromabnehmer eine gewisse Distanz entsteht, dann gibt es so einen kleinen Lichtbogen, diesen Lichtblitz, das sogenannte Bügelfeuer. Das geschieht halt vor allen Dingen, wenn die Oberleitung vereist ist, weil dann zwischen Oberleitung und Pantograph eben diese Eisschicht dazwischen ist und diese muss ja vom Strom überquert werden. Und dementsprechend entsteht halt dieses Bügelfeuer, dieser Lichtbogen. Und mittlerweile ist wohl das dann auch endlich mal simuliert. Und ich hoffe, dass die daran gedacht haben, dass beim Schnee viel, viel mehr Bügelfeuer entsteht als im Sommer beispielsweise. Ich hoffe, dass das dann dementsprechend auch mit simuliert ist, dass es dann eben bei diesen Wintersettings deutlich häufiger vorkommt, deutlich stärker vorkommt. Und ich sehe gerade, wir werden zu schnell. Ich muss da mit der Zugbremse nachhelfen bei den Geschwindigkeiten. Oh, wir werden viel zu schnell. Viel zu schnell. So, jetzt können wir wieder auslösen. Es geht bergab. Ja, 3,21 gehen wir noch ein bisschen runter. Dann haben wir die 3,20, sehr gut. Ja, Bügelfeuer, ein Feature, auf das ich mich extremst freue. Tatsächlich sogar. Es ist nur so ein kleines Feature, aber es macht das Ganze einfach deutlich realistischer und deutlich angenehmer zum Fahren und vor allen Dingen auch gerade, wenn man, also ich, jetzt muss ich mir das so ein bisschen romantisierend vorstellen, dass man ja im Winter eine Nachtfahrt macht, im Schneegestöber, im Schneetreiben
der Schnee fällt, man fährt irgendwie so einen gemütlichen Güterzug oder so und man hat halt, man sieht halt die ganze Zeit auch diese Lichtblitze vor sich aus dem Führerstand. Also man kann ja dann praktisch sehen, wie aufgrund dieses Bügelfeuers die Umgebung um einen herum so ganz leicht erhellt wird und ich hoffe, das ist dann auch Teil der Simulation. Und dass man einfach wenigstens von außen das sehen kann, das ist schon. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mal schauen, wann das Ganze kommen wird. TSW3, was genau das heißen wird. Also eine Engine-Veränderung wird es nicht sein. Das ist, glaube ich, auszuschließen, weil Unreal Engine 5 ist noch so dermaßen neu. Ich zweifle ganz stark an, dass DTG einer der ersten Entwickler sein wird, die ihr Spiel auf Unreal Engine 5 entwickeln werden. Das halte ich einfach für ausgeschlossen, dass so ein vergleichsweise kleines Studio diesen riesigen Schritt als erstes wagt. Ja, Unreal Engine 4 sind wir im Grunde genommen auf der aktuellsten Version. Es gibt zwar noch eine aktuellere Version, die hat aber, glaube ich, würde keinerlei wirkliche Vorteile für TSW bringen, weil die Features, die da drin sind, glaube ich, hauptsächlich so theatralische Elemente beinhalten. Ja, es wird, denke ich mal, so ähnlich einfach sein wie beim Train Simulator, wo ja auch jedes Jahr in diesem Sinne eine neue Version rausgebracht wird, das Spiel aber an sich gar nicht verändert wird als Basisspiel, sondern da immer einfach die Jahreszahl aktualisiert wird. Und beim TSW ist es halt jetzt nicht die Jahreszahl, sondern eben die entsprechende Ordnungszahl. Dann ist das halt nicht mehr TSW 2, sondern TSW 3, sondern aber halt immer noch das gleiche Spiel, nur halt idealerweise mit ein paar neuen Features. Und so wie man es auch vielleicht beim Train Simulator kennt, auch entsprechend vielleicht irgendwie mit so einer Art Bundle, dass dann zwei oder drei neue Strecken mit dabei sind. Normalerweise ist es ja eine amerikanische, eine deutsche, eine aus dem Vereinigten Königreich. Und da passt es ja ganz gut, dass wir aktuell ja in der Roadmap eine unbekannte, bisher unbekannte deutsche Strecke haben und eine bisher unbekannte amerikanische Strecke. Und es kann natürlich sein, dass diese Strecken Teil dieses Bundles sein könnten für TSW 3. Das ist jetzt nur reine Mutmaßung, das beruht auf keinerlei Tatsachen. Ich habe in diesem Sinne keinen Grund anzunehmen, dass das, was ich gerade sage, stimmt. Aber auszuschließen ist es auch nicht und ganz unplausibel ist es ja auch nicht, das zu denken, dass das kommen wird. Ich meine, es passt ja in diesem Sinne in das gesamte Zug-Franchise von DTG, dass man halt eben jährlich eine aktuelle Version rausbringt, vielleicht die ein oder anderen Bugfixes im Core-Game noch mit reinbringt, neue Strecken damit rausbringt, neue Fahrzeuge idealerweise auch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, was ich glaube, welche Strecke es sein wird. Ich habe da auch so ein paar Hinweise immer mal wieder gelesen, die mich glauben lassen, dass ich gar nicht so daneben liegen könnte, was die Streckenauswahl angeht. Aber es ist am Ende dennoch eine Mutmaßung und ich weiß es nicht. Ich habe da keine Insider-Infos, sondern stelle genauso wie ihr einfach nur Vermutungen an. Sobald ich aber mehr weiß, werde ich euch sicherlich in irgendeiner Form Bescheid sagen. Sofern ich kann und darf. Ne, ihr wisst ja, ich bin ja mittlerweile, ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, habe mittlerweile so eine Art Kooperation mit DTG als ein sogenannter Ambassador, was so viel eigentlich nur so viel bedeutet wie, dass wir jetzt erstmal bremsen müssen, nämlich auf die 300 runter. Ja, also das als Ambassador, das bedeutet einfach nur, dass ich in diesem Sinne meistens neue DLCs ein wenig vorab bekomme, ein paar Tage vorher, um sich schon mal so ein bisschen auszutesten, anzuspielen und am Tag der Veröffentlichung dann euch zu zeigen. Und viel mehr ist das auch eigentlich gar nicht. Es ist auch nicht so, als müsste ich irgendwie Werbung machen.
das Produkt loben und gutheißen und so, das ist tatsächlich gar nicht Teil dieser Vereinbarung. So. Das ist ehrlich gesagt auch schon alles. Okay, wir müssen runter auf die 270, ne? Da müssen wir jetzt, glaube ich, schon etwas die Zugbremse mit bemühen. Ich finde aber die... 270 blinken auch. Dann müssen wir weiter runter auf... Was kam dann? 240? 230? Mal schauen, jetzt gleich kommt ja das Signal. Ich löse schon mal die Zugbremse. 230, gut, dann lassen wir noch mal die Zugbremse ein bisschen arbeiten und jetzt löse ich sie. Ja, wobei, bringt doch gar nicht, sie zu lösen, weil wir noch weiter runter müssen auf 200 jetzt als nächstes. Also doch noch mal ein bisschen anziehen. So, da ist das nächste Signal. Mal gucken, was es sagt. Es sagt 200, aber in blinkender Form. Also müssen wir runter auf 170 oder 160. Was heißt das? Weiß das jemand? Oh, wir dürfen nur noch 170 fahren. Schauen. Ergibt natürlich keinen Sinn, weil wir in 2 Kilometern anhalten müssen. Ich lasse jetzt erstmal nur rollen. Hier im Tunnel lasse ich das Licht ebenfalls aus, weil ich das so viel gemütlicher finde. So, schauen wir, dass wir diesmal keinen Halt mit Schnellbremsung erwirken. Okay, halt zu erwarten. Ah, okay, wir fahren schon wieder viel zu schnell an den Bahnsteig heran. Und haben nur noch 300 Meter bis zum Signal. Ah, ich glaube, das könnte klappen. Wir müssen aber trotzdem tatsächlich bis zum Signal ranfahren, damit der Zug auch in Gänze passt. E-Bremse habe ich schon mal ausgelöst. Ups. Ja, so viel zum Thema. Komplett ranfahren. Ich glaube, wir haben ein wenig was verschenkt an Bahnsteig. Oder wie sieht's aus? Eine Tür. Ja, okay, zwei Türen. Und ist ja auch egal. So, wie sieht es hier in Avignon aus? Von der Ausgestaltung her. Ja, einen Parkplatz haben wir hier. Da ist die Stadt. Nee, da ist die Stadt, glaube ich. Und haben wir in dieser Richtung was? Ja, hier ist ein Fluss. Hier sind Gleise. Sind das Gleise? Nee, das ist eine Straße, glaube ich. Was ist das? Das sind Gleise, oder? Gucken wir mal. Seid ihr Gleise? Nee, das ist auch eine Straße. Genau, und da geht es dann da hinten weiter in Richtung Paris.
gut mit diesem Bild aus Avignon TGV und diesem Screenshot, den ich jetzt nochmal hier mache, verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe.